Hallo, liebe Studierende. Normalerweise würde ich diese Präsentation hier in einer Präsenzveranstaltung als PowerPoint-Vortrag halten. Aber da das aus besagten Gründen zurzeit nicht geht, habe ich Ihnen jetzt mal eine kleine Videoform dafür präsentiert. Vielleicht die erste Frage an Sie: Wieso gehen Sie in ein Angebot Bildung für nachhaltige Entwicklung? Naja, die triviale Antwort ist natürlich, in Ihrem Studiengang ist das eins der Vorgaben. Sie müssen da Proseminare machen und die Auswahl ist nicht so groß und dann ist nirgendwo mehr Platz und dann gerät man plötzlich in die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es kann aber auch sein, dass Sie in der Schule schon einiges davon gehört haben oder ein bisschen was davon gehört haben und jetzt mal schauen wollen, was da insgesamt für ein Hintergrund da ist. Jetzt kann man auch die Frage stellen, innerhalb der Erziehungswissenschaften, der Pädagogik, welche Rolle spielt da Bildung für nachhaltige Entwicklung? Das ist eine interessante Frage, denn da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen drüber. Es gibt in der Bundesrepublik eine Homepage, wo die BNE abgekürzt sich präsentiert. Und wenn Sie da die Berichte lesen, da gab es Agendasitzungen, Tagungen. Das ist alles ganz toll. Also die ganze Republik ist eigentlich voll mit Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dieses Maß wird nochmal übersteigert, wenn man in die Mutter der Bildung für nachhaltige Entwicklung schaut, nämlich die Agenda 21 auf der Umweltkonferenz oder Umwelt und Bildung, Umwelt- und Entwicklungskonferenz in Rio. Da haben nahezu sämtliche Staaten die sogenannte Agenda 21 unterzeichnet und im Kapitel 36 wird eine Rohbeschreibung der Bildung für nachhaltige Entwicklung gemacht. Da steht drin, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre unser gesamtes Bildungssystem sich auf Bildung für nachhaltige Entwicklung orientieren soll. Das heißt, die Menschen sollen über Bildung auf einen Nachhaltigkeitspfad gebracht werden. Große Hoffnung, dass man damit Bewusstseinserweckung einiges machen kann. Also, ja, und wenn wir jetzt aber in die Praxis schauen, was wird an Schulen gemacht? Was wird an Hochschulen gemacht? Was gibt es in beruflichen Bildung? Wenn man da genau hinguckt, gibt es da allenfalls etwas Umweltbildung und doch ziemlich wenig Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also da haben wir es eigentlich mit einer Nische zu tun, obwohl es eigentlich ganz viel sein sollte. Und wie das nun im Zunächst müssen wir uns kurz über den Begriff Nachhaltigkeit unterhalten. Und zwar ist es da auch wieder so ähnlich uneindeutig, wie ich Ihnen das zur Ausbreitung der Bildung insgesamt gesagt habe. Hier gibt es auch wieder so zwei Lesarten. Fast in allen deutschen Publikationen, gerade auch in Bildungspublikationen und auch bei Wikipedia, wenn man da Nachhaltigkeit nachliest, da wird ins 18. Jahrhundert zurückgegangen und der deutsche Forstwirt Katowice wird da herausgehoben, der den Begriff Nachhaltigkeit erfunden habe. Zumindest gibt es von dem schriftliche Darstellungen, die salopp formuliert sagen, man darf nur so viel Holz fällen, wie nachwächst. Diese Auffassung ist richtig. Sie beschreibt auch einen Vorgang, den die Agrarwirtschaften seit Jahrtausenden versucht haben zu praktizieren, damit sie ihren Boden nicht versauen, haben sie das auf dem Boden gemacht, was am nächsten Jahr wieder funktioniert hat. Aber das ist eher eine ökologische Betrachtung, die den Kreislauf eines ökologischen Systems beschreibt und nicht so sehr mit Politik und Wirtschaft zu tun hat. Dann, dass wir diesen Namen Nachhaltigkeit auf dieses Datum zurückführen, hängt eben damit zusammen, dass der Originalbegriff Englisch ist und man muss ein deutsches Wort für suchen. Und der wirkliche Entstehungsort des Sustainable for Development, der ist nicht eben in Deutschland erfunden worden, sondern in Rio, wie schon gesagt. Und da ist eine ganz interessante Ausgangslage, die Dritte Weltländer wollten eigentlich einen Entwicklungsgipfel haben. Sie wollten einen Wachstumsgipfel haben, der ihnen zeigt, wie sie aus der materiellen Not herauskommen können. Es gab 1987 einen Brundtlandbericht,
Da ist die norwegische Präsidentin Brundtland, die ist mit einer Kommission durch die Welt gegangen und hat eben PR gemacht für so eine umweltbetrachtungsneue Sichtweise. Und das ist ein Buch, was über unsere zukünftige Entwicklung schreibt, und da steht auch schon eine Definition drin. Und aufgrund dieser Brundtland-Untersuchung wurde dann in Rio die Konferenz für Umwelt und Entwicklung einberufen. Die Dritte Weltstaaten wollten eigentlich einen Wirtschaftsgipfel, um der auch gerade der entwickelten oder nördlichen Welt zu sagen, wir brauchen zur Überwindung unserer Armut, wir brauchen mehr Schulen, wir brauchen Krankenhäuser, wir brauchen Fabriken, also Wachstum, richtig fettes, gutes Wachstum brauchen die. Und die hochindustrialisierten Länder hatten mehrere Studien schon, auch das Grenzen des Wachstums war sehr weit verbreitet. Da waren die Experten eher der Meinung, dass wir jetzt nicht so weitermachen können wie bisher, weil einfach, wenn alle so viel wirtschaften, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben, dann langt die Erde nicht. Und die haben also Stopp gesagt. Das ist ein ganz wichtiger, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich klar macht, schon zu Beginn waren eigentlich zwei verschiedene Denkströmungen da. Und man kann im Grunde, wenn man in den Agenda-Text hineinguckt, auch sagen, im Grunde war es eher und stärker ein Wirtschafts-, ein Ökonomiegipfel und gar nicht so sehr ein Umweltgipfel. Aber immerhin, man hat da die schöne Formel gefunden, Sustainable Development, also die Tragfähigkeit, das, was die da im Norden wollten, und aber trotzdem noch Entwicklung, das steckt drin. Und damit sollte man sich klar machen, dass Nachhaltigkeit eben nicht so eine schöne, süße Formel ist, ach, wir dürfen nur so viele Bäume fällen, wie wir danach wachsen, sondern dass hier wirklich zwei Richtungen gegeneinander streiten und dass man da einen Ausgleich finden muss, der auch gerade viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Denn wir haben im Norden die ganze Zeit die Welt verpestet und die Ressourcen ausgeplündert und tun das immer noch in unserer Nachfrage gewaltig. Und der Süden, dem sagen wir jetzt halt, ihr dürft nicht, ihr müsst jetzt schön brav sein und wehe, ihr haut zu viele Bäume um und so weiter. Also das sind gewaltige Fragen und wir sehen es ja, das war 1992, wie viele Konferenzen stattgefunden haben inzwischen und wie schwierig es ist, hier auf einen gemeinsamen weltverbindlichen Kurs zu kommen. Im Brundtland-Bericht, da ist die allgemeine Formel formuliert worden, dass nachhaltige Entwicklung soll eben so sein, dass sie die Bedürfnisse der jetzigen Generation so befriedigt, ohne dadurch die Bedürfnisse der zukünftigen einzuschränken. Das ist natürlich ein sehr allgemeiner Text, da wird von Bedürfnissen geredet. Was sind denn das für Bedürfnisse? Denken Sie an gerade an hochentwickelte Schwellenländer oder an afrikanische Staaten. In den Metropolen dieser Länder fahren Leute mit Mercedes, haben Klimaanlagen und so weiter. Sind es die Bedürfnisse dieser Eliten, die wir da erfüllen wollen? Oder sind es die Bedürfnisse der ganz Armen, die ein bisschen 30 Kilometer vom Zentrum entfernt in Slums leben? Sind es deren Bedürfnisse? Also das ist hier alles gar nicht so klar gesagt. Immerhin steht aber auch ganz klar drin, unsere gemeinsame Zukunft zeigt, dass die Zeit gekommen ist, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen. Also das ist eine Wohlfühlformel, die der jeder auch so irgendwie zustimmen wird. Und in dem zweiten Text ist eher formuliert, dass die Politiken sich damit einsetzen, dass es eben auch ein politisches Ziel ist und kein ökologisches für sich. Gut, das waren also die Grundlegungen. Und jetzt kommt die Frage, wie interpretiert man Nachhaltigkeit? Was kann man dazu sagen? Wie gesagt, wir wollen so leben, dass die Zukunft auch noch leben kann. Das ist ja schon ein ganz schöner Begriff. Wenn man in den Agenda-Text guckt, dann
ist da eben viel über Ökonomie die Rede und über Soziales und immer in Verbindung mit Ökologie. Deshalb hat sich in der frühen Sichtweise, hat man entweder wie hier gezeichnet vom Agenda-Dreieck gesprochen oder von den Säulen. Und diese Säulen sind eben, sollen sein Ökonomie, Ökologie, Soziales. Und wenn Sie dann so Texte in Literatur lesen, dann heißt es so locker, die sollten eben im Gleichgewicht sein. Das heißt, nicht mit der Ökonomie alles runterholzen, heißt aber auch nicht nur mit Ökologie die Erde arm und ökodiktatorisch machen. Es soll eben Gleichgewicht sein. Das klingt ja auch noch sehr schön, nur müssen wir schauen, wie das dann real sich umsetzen kann. Nun haben da einige Theoretiker dran rumgefriemelt. Das war noch nicht in Rio, sondern das war dann im Nachgang. Und so gibt es, liest man im Deutschen, auch etwas von einer starken Nachhaltigkeit. Ich bin mit dieser Formel nicht ganz glücklich. Es ist zwar richtig, was die betonen, ohne dass der Erdball funktioniert, können wir nicht leben. Das heißt, unsere Umwelt muss so viel Sauerstoff und CO2 im richtigen Verhältnis haben, damit unsere Lungen damit klarkommen. Die Temperaturen dürfen nicht 80 Grad sein, da würden wir hier verdampfen. Also wir brauchen die Umwelt, das ist ganz primär. Die kann man nicht völlig, die kann man nicht irgendwie ignorieren, kann man es auf keinen Fall. Aber wenn ich sie jetzt zum Primat erhebe und sage, in allererster Linie muss die Umwelt stehen, dann heißt es immer, was bedeutet denn das konkret? Und da sind wir vor allem ganz schnell auch bei der alten Naturschutzforderung. Naturschützer haben immer sehr gerne gesagt, hier ist ein Ökotop, da wohnt ein Vögelchen. Wenn wir das jetzt vernichten, ist das nicht mehr da. Auf keinen Fall darf dieses Ökotop angegriffen werden. Mit dieser Forderung, auf keinen Fall darf, haben die regelmäßig Niederlagen einstecken müssen, weil einfach die Leute mit ihrem Wirtschaftsdrängen mehr demokratischen Rückhalt haben und so weiter. Die drücken dann einfach die rein ökologischen Dinge zurück. Und da ist es ganz sinnvoll, dass man sagt, okay, wir geben hier im Ökotop ein bisschen nach, aber nur, wenn ihr einen Ausgleich schafft. Also man macht das eben zur Verhandlungssache und da gibt es eben wieder die Extremen, die sagen, bestimmte Dinge sind nicht verhandelbar und ich meine, da ist schon noch einiges verhandelbar und so haben wir eben unterschiedliche Auffassungen, wie man das so richtig interpretiert. Desgleichen gibt es sowas wie eine schwache Nachhaltigkeit, da kann man sagen, immer wenn ein deutscher Unternehmer sagt, wir wollen, brauchen einen nachhaltigen Standort, damit meinen sie, sie wollen ziemlich lange überleben, was ja auch schon mal gut ist, wenn ein Unternehmer daran denkt, dass er auch in 100 Jahren noch seine Rohstoffe hält, dann muss er sich auch ein bisschen positiv anhalten. Also das ist schon auch in Richtung Nachhaltigkeit. Ebenso gibt es so eine ausgewogene Nachhaltigkeit, dass man eben auch immer daran denkt, wie geht es den Leuten. Also Sie sehen, das ist eine Gummiformel mit diesen drei Säulen, die jeder so ein bisschen für sich interpretieren kann. Jetzt gehen wir mal zurück nach Deutschland. Das war eben ja noch allgemein. Was ist bei uns so passiert? Vor der Bildung für Nachhaltigkeit gab es erstmal Umweltbildung. Das ist jetzt auch wieder ein interessanteres Phänomen. Auch die Umweltbildung ist natürlich eigentlich ein modernes Konstrukt. Vor 200 Jahren haben zwar Poeten schon von der Natur und der Schönheit der Alpen und so etwas geschwärmt, aber Umweltbildung in dem Sinne, dass man Leute dazu erzieht oder qualifiziert, sich für Naturschutz einzusetzen, das ist eine junge Bewegung, die erst aufkommt, wenn wir uns klar werden, dass wir in unserer industriellen Betriebsamkeit eben doch eine ganze Menge vernichten, was dann nicht so ohne weiteres wiederkommt. Von da kommt der Begriff der Umweltbildung her und der war dann, wie der Name sagt, dann auch auf Umwelt orientiert. Und das hier ist in der linken Grafik sehen Sie die interessante Tatsache, dass eben sowas sehr lange dauert. 1972 gab es in Tiflis eine internationale Umweltbildungskonferenz, also Umwelterziehung hieß das noch. Das war auch schulorientiert. Und da hat man noch in der Nachfolgezeit Konferenzen gehabt, aber bis das dann in den Schulen hineinging, das hat wirklich 20, 30 Jahre gedauert und war sehr stark fachorientiert auf schulische Dinge gedacht. Parallel
gab es in der Bundesrepublik die ersten Bürgerinitiativen. Das war vor allem im Zusammenhang mit der, als die Atomkraftwerke versucht wurden, von den Behörden so reinzudrücken und dann die Leute merkten, das Zeug ist gefährlich, wollen wir nicht. Da gab es viel Bewegung und da hat auch die Pädagogik reflektiert und gesagt, oh, das ist was Spannendes, da springen wir drauf. Wir helfen den Bürgerinitiativen, sodass in der Zeit eine ganze Menge ökologische Bildung entstanden ist. Man muss sehen, auch damals war, wenn man etwas über die Wirkung von Strahlung oder die Artenvielfalt, wenn man darüber etwas wissen wollte, da gab es nicht so viel. Inzwischen sind ja unsere Bibliotheken voll mit Ökoliteratur, das gab es damals nicht. Und da konnte die Bildung einspringen und konnte an Volkshochschulen Kurse dazu machen. Und da habe ich auch damals nachgeguckt, dass die Angebote zur Umweltbildung wirklich jedes Jahr ein bisschen mehr wurden. Zum gewissen Höhepunkt in Tschernobyl, als die Leute dann mal das mit der Strahlung genau wissen wollen. Also da hat es neben der schulischen eine bürgerliche Weiterbildung gerade an Umweltzentren und Volkshochschulen gegeben. So, und als Beispiel kann man da nennen die Ökopädagogik, von der würde ich sagen, die war schon sehr nah an dem, was wir nachher als Bildung für nachhaltige Entwicklung einordnen wollen. Es ist eine Persönlichkeitsbildung im humanistischen Sinn und zugleich zur Befähigung zum verantwortlichen ökologischen Denken und Handeln in der Gesellschaft. Lernen in der Ökologie lässt sich durch folgende Merkmale unterscheiden und so weiter, Wahrnehmung schärfen. Das sind Zusammenhänge von Mensch, Natur und Technik. Also da ist schon nicht mehr nur der Fokus rein auf das kleine Ökotop gesenkt, sondern da wird er schon ganz schön ausgeweitet. Und das ist 1985, also lange vor Rio, formuliert worden. So, jetzt zu Rio. Da gab es eben das berühmte Kapitel 36, in der eben dann zum ersten Mal formuliert wurde, wie das aussehen soll. Das Kapitel 36 hat so 20 Seiten, 30 eng gedruckt, also da steht einiges drin. Was wichtig für uns ist, dass man eben damals so die Umweltbildung und die entwicklungsorientierte Bildung, das waren so Ansätze, die zeigten, wie kann man den Ländern im Süden helfen, aus ihrer Unterentwicklung herauszukommen, häufig auch mit einem politischen Impetus, dass da Revolutionen stattfinden müssen, dass da der Feudalismus aufhören muss und so weiter. Da hat man sich gesagt, wir wollen also diese entwicklungsorientierte, die zeigt, wie Entwicklung läuft oder zeigen sollte, plus Umwelt, das soll man zusammentun unter ein Dach werden. Und wenn Sie dann weiterlesen, dann ist eine ganze Menge von Bewusstseinsarbeit in diesen Ausführungen zu lesen. Der Hintergrund ist nämlich eigentlich folgender. Da waren, ich weiß nicht, ob es 192 oder 196 Regierungen von so vielen Staaten waren da. Und man hätte ja in Rio auch sagen können, wir wollen bis in 20 Jahren CO2 um 30% senken. Wir wollen den Rückgang der Artenvielfalt um so und so viel Prozent. Man hätte richtige Ziele formulieren können. Und auch noch vielleicht Maßnahmen, wie man die kontrolliert oder sanktioniert. Das war einfach zu früh. Das konnte man in Rio noch nicht. Und weil man eben keine richtigen Maßnahmen beschlossen hat, dann wurde eben die Bildung hergezogen. Die sollte es schaffen. Wenn wir also schon als Politiker nicht nach Hause gehen können und sagen, ja, wir müssen leider in den nächsten 20 Jahren uns mächtig die Ärmel hochkrempeln. So kann man sagen, ja, in den nächsten 20 Jahren bauen wir das Bildungssystem ein bisschen auf und belehren die Leute, wie sie die Umwelt besser machen können. Das ist jetzt so ein bisschen sarkastisch gesagt, der Hintergrund, dass man eben sehr stark auf Bildung setzt, um das Bewusstsein zu verändern, um neue Leitbilder zu entwickeln. Zu den Leitbildern, das ist auch inzwischen ein bisschen passé, aber das war auch ein problematischer Punkt. Man wollte, dass NGOs, also dass Bürgergruppen in Städten, Zukunftsvisionen für ihre Städte entwickeln. Das ist ja sehr schön. Ich habe da auch ein bisschen mitgemacht, aber irgendwann ist mir klar geworden, wenn eine Kommune sowieso demokratisch legitimierte Basis hat, von den Bürgern gewählt worden ist, dann kann ich doch nicht eine Kommission daneben schreien, die jetzt aus 30 Leuten besteht und sagt, wir wollen die Leitbilder, unsere Stadt soll völlig autofrei werden, wir wollen das und das und das. Das konnte nicht gut gehen, das kollidiert. Es wäre besser gewesen, dass in diesen Einrichtungen selber die
Agenda-Ziele hineinzutragen, damit sie aus der politischen Repräsentanz heraus zur Verwirklichung kommen können. Also kann Bildung die Sache leisten? Ich bin da eher auf der skeptischen Seite. Es gibt Pädagogen, die sagen, durch eine richtige Bildung kann man schon auch ein bisschen am Bewusstsein kratzen. Okay, müssen wir nicht drüber streiten. So, wie ist die Entwicklung gelaufen? In den ersten Umweltbildungsangeboten war etwas, was wir hier links im Bild sehen. Da haben wir Pädagogen doch gesagt, also Leute, wenn ihr so weitermacht, dann geht das mal ganz schwer den Bach runter. Also die Pädagogik wurde so ein bisschen Moral erziehen. Du musst die Umwelt schonen, du sollst nicht Auto fahren. Jetzt aus der Sicht eines Bildungsnachfragers, wenn ich ein Autofahren geil finde und mich schon die ganze Weile freue, bis ich endlich mal ein 150 PS Auto habe, jetzt kommt da so eine Bildungseinrichtung und sagt mir, ich soll nicht Auto fahren. Also in so einen Kurs, wo mir gesagt wird, ich soll nicht Auto fahren, da gehe ich doch schon erstmal gar nicht rein. Das heißt, diese Kurse haben nicht die Leute erreicht, die sie eigentlich ansprechen wollen, sondern man sammelt dann die Gleichgesonnenen unter sich. So, und um dieses Phänomen zu vermeiden, pädagogisch, erzieherisch wirken zu wollen, die Leute in ein Bewusstsein hineinbringen über Bildung, ist in Deutschland ein Konzept entwickelt worden, wo man sagt wird, okay, wir lassen diese klare Zielrichtung mal ein bisschen unter den Tisch fallen und sagen, wir wollen Kompetenzen vermitteln. Wir machen euch so schlau, dass ihr dann hinterher in der Lage seid, für eine bessere Welt einzutreten. Das klingt doch auch vernünftig und das ist eigentlich so das Hauptkonzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung. So, und hier ist jetzt mal volle Grafik, so ein bisschen die Entwicklung in Deutschland angezeigt. Stränge zeigen so ein bisschen, Sie sehen hier, ich hoffe, meine Maus kommt auch auf dem Video. Wir haben Umweltbildung in der Schule und da sehen wir die ernüchternde Zahl, da gab es eine Untersuchung, nur 1% der Schulangebote waren wirklich umweltorientiert. Das war so 96, das ist übrigens schon nach Rio, ne? Also nein, das ist vor Rio bis, das hier soll vor Rio. In allen Bereichen gab es wenig naturorientierte Bildung, sagen wir mal so. Dann ab 96, da beginnt das, da werden die ersten Kommissionen von den Ministerien eingenommen, da beginnt die Sache sich zu bewegen. Es wird ein Bund-Länder-Programm, damals gab es noch eine Bund-Länder-Kommission, die dann im Zuge der Föderalismus Erweiterungen wieder aufgelöst wurde. Da hat man zwei große Programme zur Bildung für nachhaltige Entwicklung angelegt. Die sollten erstmal in ausgewählten Schulen und wenigen anderen Einrichtungen sollten sie erstmal Konzepte entwickeln, damit man draußen merkt, wie gehen wir eigentlich mit diesem neuen Thema um, was machen wir. An der Uni Lüneburg hat es auch Lehrerfortbildung gegeben. Es gab übrigens nirgendwo eigentlich einen Lehrstuhl für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das gibt es auch noch ganz wenig. So, und erste Programm, zweite Programm war dann so 2005 zu Ende. Dann ging eine Dekade los, die ist international von 2005 bis 2015. Sollten in allen Ländern die Bildung für nachhaltige Entwicklung durch bestimmte Aktionsprogramme und durch einen Aktionsplan in der Breite verbreitet werden. Das lief in Deutschland gar nicht so schlecht. So, und ab 2015, also die Dekade zu Ende war, war in New York nochmal eine große UN-Sitzung und da sind 17 Ziele zur Entwicklung der Welt, Global Sustainable Goals, entwickelt worden, die noch einmal etwas konkreter als das in Rio gemacht werden, die klarer formulieren, was man will, Analphabetisierung soll weg, Demokratisierung und so weiter. Wunderschöne Ziele, sehr hehr, nirgendwo eine Sanktionsmöglichkeit, wo man nachfassen könnte, ob das auch wirklich gemacht wird. Also da liegt die Sache jetzt so ein bisschen in Luft, wie das zukünftig so richtig weitergeht. Und was noch hier in dieser Grafik ist, dummerweise gibt es in Deutschland nicht nur die Bildung für nachhaltige Entwicklung, sondern es gibt ein paar Leute, die haben einfach ihren eigenen Konzept und nennen das globale Lernen, was im Grunde sehr ähnlich ist wie die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die kommen aus der entwicklungsorientierten Richtung,
was ja eigentlich nach Rio in einen Topf geworfen werden soll. Wir machen da zwei Töpfe draus. Das eine wird vom Bildungsministerium finanziert, die BNE, und das globale Lernen wird vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit finanziert. Da sitzen jeweils Vertreter, die sich gegenseitig nicht mögen. Und als ich noch ein bisschen stärker in Funktion war, haben wir eigentlich versucht, uns ein bisschen anzunähern, aber wie das jetzt so weitergegangen ist, weiß ich nicht. Okay. Jetzt, wie ist, das war jetzt so der allgemeine Gang, wie ist dann die bildungsnationale Entwicklung entwickelt worden? Und da ist der Professor der Hahn aus Berlin so eine führende Persönlichkeit, der auch das Programm für diese beiden Bund-Länder-Programme geleitet hat. Von ihm kommt das Konzept der Gestaltungskompetenz, und hier beschreibt er nochmal relativ allgemein, wie wir eben mit neuen Lösungen herangehen sollen an die Probleme und innovative Ressourcen, schonende Techniken. Also das klingt jetzt gar nicht mehr so viel Öko, sondern hier merkt man, hier ist ein moderner Denker, der neue Bildungswege suchen will, um die Probleme lösen zu können. Jetzt habe ich hier mal skizziert, wie man so die deutsche BNE-Entwicklung betrachten könnte, also 92 in Rio, so ein bisschen der Konflikt zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit. Dann wurde 1989 so spät dauern, bis man in Deutschland politisch reagiert hat. Da gab es, da war ich übrigens auch mit dabei, das Bundesbildungsministerium hat einen Orientierungsrahmen verfasst. Den können Sie im Internet noch runterladen. Da ist für jeden Bildungsbereich, für Schule, Weiterbildung und berufliche Bildung, es sind da Konzepte geschrieben worden, wie man das angehen soll. Wir haben uns damals zusammengesetzt und haben natürlich auch gesagt, was machen wir denn da nun? Es soll nicht die alte Umweltbildung sein, wie kriegen wir denn das hin? Und dann haben wir natürlich einfach die moderneren pädagogischen Ansätze verwendet. Das ist auch ein Grund, weshalb die Kompetenz jetzt reinspielt, denn das war gerade die Phase Mitte der 90er, oder nein, also schon Ende der 80er, Anfang 90er, da löste sich das Qualifikationskonzept, Leute dafür zu qualifizieren, dass sie einen bestimmten Beruf ausüben können, das löste sich gegenüber dem Kompetenzkonzept. Man fing an einzusehen, dass die zentrale, die Lehrer fixierte, zentrierte Pädagogik, dass die nicht gut ist. Der Konstruktivismus bekam Schwung, und all diese modernen pädagogischen Elemente, die haben wir eigentlich in unser Kapitelchen hineingeschrieben. Und das Gutachten, was dann darauf folgte und sich auf diesen Orientierungsrahmen stützt, greift das noch einmal auf, und da kommt dann eben sehr stark die Gestaltungskompetenz als wesentliches Kriterium der Bildung für nachhaltige Entwicklung heraus. Dann kommt die Dekade, da hat es wenig Geld gegeben, die hat auch nicht so toll funktioniert. Ich würde nur sagen, das Beste an der Dekade war, dass man da einen Preis verliehen hat. Jeder, der ein gutes Bildungsangebot für nachhaltige Entwicklung entwickelt hat, konnte das da einreichen. Und dann haben eine kleine Kommission sich die Besseren rausgeholt, und dann kriegte man eine schöne große Plakat, was man anhängen könnte. Und die Einrichtung fühlte sich geehrt, auf Bundesebene anerkannte, richtige, gute Bildung zu machen. Das haben dann die anderen Einrichtungen mitgekriegt. Das war eine gute multiplikatorische Wirkung, würde man sagen. Dadurch, das sind über 1000 oder waren es sogar 3000 Projekte gekennzeichnet worden. Das hat eine Ausstrahlungswirkung, sodass inzwischen BNE nicht mehr für die Pädagogen in diesem Feld ist, das keine Fremdformel mehr. Das kennt jetzt jeder. So, und danach, als dann die Dekade zu Ende war, kommt das Weltaktionsprogramm. Jetzt müssen die großen Ziele umgesetzt werden. BNE ist nur noch im Ziel 4, ein sehr anspruchsvolles Bildungsziel. Und da verliert sich das so ein bisschen, was jetzt die Pädagogen genau machen sollen, ist für meine Begriffe so nicht mehr so ganz deutlich in der jetzigen jüngsten Entwicklung. So, um uns mal die Gestaltungskompetenzen angucken, sie sind hier links aufgeführt. Das ist in dem Katalog sehr allgemeiner Bildungskompetenzen. Die könnte man auch woanders hinschreiben. Die haben also nicht eine feste inhaltliche Ausrichtung auf Ökologie. Und man wird dann
Man kann sagen, das ist eigentlich ein modernes Bildungskonzept, das sich auch in der Schule oder eben in der Weiterbildung jederzeit anwenden kann. Leute partizipieren zu lassen an den Entscheidungen, wunderbar. Man soll andere motivieren. Wir wissen aus der Lerntheorie, dass Motivation ein ganz wichtiger Punkt ist. Ohne die wird gar nichts gelernt. Dass wir Eigenleitbilder gegenüber anderen reflektieren sollen, das sind alles die schönen Aufforderungen, die wir heute dringend brauchten für den modernen, qualifizierten Menschen. Und wer eben Bildung für nachhaltige Entwicklung macht, kann sich dieses Raster angucken und kann versuchen, mindestens drei von diesen Regeln in seinem Bildungskonzept zu veranschaulichen. Die drei Säulen sind hier ein bisschen weniger zu erkennen. Da muss man dann, das hängt eben verschiedene Perspektiven, heißt eben ökonomische und soziale im Zweifelsfall. Man braucht also noch etwas Fantasie, um das umzusetzen. So, und hier nochmal ein Blick, wie das international gelaufen ist. Wir sehen eben bereits 5 Jahre nach der Rio-Konferenz gab es Education for a Sustainable Future. Da hat man nochmal die Neuorientierung in den Bildungsbereichen geäußert und dann richtig 10 Jahre nach Rio ist man auch zu der Einsicht gekommen, dass man die Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht für alle Länder gleich ausschreiben kann. Jedes Land muss es nach seinen eigenen Bedarfen ausrichten. Wenn in einem Land noch 30% Analphabeten herrschen, haben die erstmal die ganz dringende Forderung, den Alphabetismus zu bekämpfen. Und da wird man alle Energie da reinstecken. Und wenn man natürlich bei der sprachlichen und schriftlichen Entwicklung auch Umweltbeziehungen hineinnimmt, ist das nur sehr gut. Also man kann auch in diesen Punkten Umwelt hineinbringen, aber das BNE-Spezifische ist da wirklich fast ein bisschen oder nicht mehr so zu erkennen. Man landet also nach dem großen Wurf 92 so eher in der Realität. Dann Dekade, da sagt man sich, das BNE soll in die Bildungssysteme integriert werden, wobei hier so schon eher der Dank der überfachlichen Ausbreitung. Also wenn Sie zum Beispiel an eine Volkshochschule denken, da wäre es von der Theorie her, von diesen Konzepten her wunderbar, dass die Fachbereiche Gesundheit, Wirtschaft, Politik, Kultur, dass da Querkonferenzen stattfinden und man mal so seine Lehrgangsdinge durchschaut, was bieten wir alles an und wo kann man eigentlich da etwas quer über diese Bereiche tun, um einer zukünftigen Entwicklung positive Wege aufzeigen zu können mit den Angeboten. Also das ist dann schon möglich und wird ja auch ein bisschen gemacht. So, jetzt kommt nochmal ein spezieller Punkt. Die KMK-Konferenz war sehr stark auf Schulen entwickelt und die Konzepte, die dort entwickelt wurden, die man auch abrufen kann von Datenbanken, sind eben häufig Konzepte mit Schulen. Und es ist so, ich habe das auch auf internationalen Konferenzen erlebt, es gibt so ein Denken in den Köpfen der Leute, wir erziehen unsere Kinder und wenn die dann das richtige Bewusstsein haben, dann wird die Welt schon besser. Ich finde das ein bisschen abwegig, weil die Entscheidungen in der Bundesrepublik heute zum Klima, zum Energiewandel und so weiter, den treffen ja nicht die Kinder, sondern die treffen die Erwachsenen. Also, wenn schon die Bildung da irgendwie ran will, dann kann sie nicht bei den Kindern bleiben, dann muss sie auch an die Erwachsenen gehen. Und da, wenn sie dann in die Angebote von eben Erwachsenenbildungseinrichtungen gehen, dann ist natürlich aus der Sicht der Erwachsenen ist es wichtig, wie qualifiziere ich mich beruflich weiter, wie kann ich meine Sprachkompetenzen heben, wenn ich ins Ausland will, wie kann ich meinen Körper fit machen. Das ist erstmal alles näher als die Frage, wie schützt man das Klima, wie leben wir in Zukunft nachhaltig. Das ist abstrakt, da geht man nicht so leicht hin. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Erwachsenenbildung braucht etwas Teilnehmerorientierung, wo ein Kunde was mit anfangen kann. Und wenn es allgemein die Gestaltungskompetenz vermittelt, es soll interdisziplinär sein, intergenerationell und global orientiert, da kann man eben nur sagen, da passiert Folgendes. Welcher Erwachsene will denn das alles gleichzeitig wissen? Das ist den Leuten einfach zu viel. Deshalb muss eben, eine Schule kann das machen, kann im Curriculum sagen, jetzt wird integriert alles hineingepackt, aber da müssen die Schüler halt hin, während hier braucht man die Hoffnung, dass Teilnehmer kommen.
Und da ist meine Empfehlung, Teilnehmerorientierung. Wir haben hier das große Ei, Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung. Aber der Bürger will einen konkreten Anlass haben. Der hat zum Beispiel, will er sich, lohnt sich das für mich, in Dämmung zu setzen? Oder soll ich lieber eine Solaranlage machen? Oder soll ich einfach zu Hause mehr Pullover anziehen und alles so lassen, wie es ist? Also, der hat ganz konkret, würde er gerne wissen, wie ist es denn nun eigentlich ganz genau? Das heißt, er hat ein spezifisches Interesse aus dem großen Feld, eher in dem Fall Umwelttechnik und vielleicht noch Ökonomie, lohnt sich's rechnerisch. Dann gibt es Leute, die wollen schon ein bisschen wissen, Fridays for Future, wo geht das hin, warum reagiert die Politik nicht so, wie die Wissenschaft es vorschreibt. Also die können auch mal einen ziemlich breiten Ansatz haben. Je nachdem muss eben, wenn ich von der Erwachsenenbildung her denke, ein Angebot zugeschnitten sein auf das, was meine Teilnehmer von mir wollen, damit ich überhaupt Erfolg habe, damit ich es nach draußen vermitteln kann. Teilnehmer wollen und von uns auch nicht beschult werden, sondern wir sollen schauen, ihnen zu helfen, dass sie selber Antworten finden. So, hier habe ich mal ein Beispiel gebracht für eine Volksschule, dass das dann eben auch nicht immer nur ja, ein Seminar ist mit mehreren Stunden, wo man dann im Zweifelsfall keinen bekommt. Also nehmen Sie mal an, neue Mobilität in unserer Stadt, wenn Sie so einen trockenen Titel nehmen und setzen dafür noch 5 Sitzungen an, da garantiere ich, da kommt kein Mensch. Wenn Sie aber einen Vortrag halten lassen mit irgendwie 2 Kontrahenten, die so im öffentlichen Bewusstsein in der Region bekannt sind, dann kommen die Leute und denken, na, das hören wir uns mal an. Also es hängt auch sehr vom Format ab. Da habe ich mal hier so festgehalten, man kann Diskurse organisieren. Das, was die Talkshow im Fernsehen macht, lässt sich auch in einem Raum machen, wenn nicht gerade Corona-Vorschriften herrschen. Diskussionsforen, man kann einen Film anbieten, hinterher eine kleine Diskussion drauf machen und man kann Vorträge anbieten. Das läuft auch relativ viel. Das wissen die Veranstalter längst, dass man mit Vorträgen schon wieder mal ein paar Leute reinkriegt. Und wenn das eine richtige tolle Nummer ist, dann ist die Leute, die dann ins Haus kommen, sehen dann unter Umständen Angebote und gehen dann vielleicht auch in anderes rein. Also man braucht auch diese Lockvogel. Dann Orientierungswissen vermitteln in unserer komplexen Welt, wo jeder eine andere Auffassung hat. Da kann man eben gemeinsam was unternehmen, Exkursionen machen, Reisen zu irgendwelchen interessanten Dingen. Man kann über Klima und Mobilität und Ernährung, all diese großen Themen lassen sich unter Umständen vermitteln in solche Formate, wo eine Gruppe etwas unternimmt, projektweise und sonst wie. Dann eher der Klassiker, wo man wirklich im Seminarraum Vorträge hält und Lernziele setzt und dann vielleicht sogar prüft. Sowas ist ein Thema, wer einen Nachhaltigkeitsführerschein machen will, was vielleicht interessant ist, wenn man hinterher Kurse geben will. Oder nachholende Schulabschlüsse. Auch hier müssen curricularorientierte Angebote, wo alles schön festgelegt ist, vorgehalten werden. Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung, das sollte man mit der Industrie- und Handelskammer in Kooperation machen oder mit Betrieben. Da gibt es auch spannende Felder für einen externen Anbieter, Bildungsanbieter, wenn er Nachhaltigkeitskommunikation und Mobilitätsberatung und dergleichen als Thema vorschlägt. Dann, man kann auch lokale Handlungen fördern. Genossenschaftliches Wohnen könnte ein Bildungsanbieter sagen, hier, wir bieten euch die Räumlichkeiten, die Möglichkeit, wir holen euch Experten ran, wenn ihr sowas organisieren wollt. Carsharing, Sharing-Initiativen überhaupt, Kleidertausch und so weiter, Urban Gardening, all das kann man machen. Das sind dann typische Handlungsfelder, die auch in der Volkshochschule erfolgreich veranstaltet werden können. So, jetzt hatte ich Ihnen am Anfang schon gesagt, wir haben in Deutschland nicht nur die Bildung für nachhaltige Entwicklung, sondern wir haben auch das globale Lernen. Die Vertreterinnen und Vertreter des globalen Lernens kommen aus der Eine-Welt-Initiative. Das sind die, die schon immer auf den Globus geschaut haben. Was passiert draußen? Was passiert im Süden? Was machen wir falsch, dass es dort nicht richtig läuft? Die haben ihre Bildungsinhalte häufig auch politisch stärker pointiert, Diktaturen angeklagt, bei uns an der Tür gerüttelt, dass unsere Ministerien zur Zusammenarbeit nicht genügend
nicht die richtigen Dinge fördern und so weiter. Das ist also, aus der Gruppe kommen die Leute, die das globale Lernen aufgebaut haben. Und wenn auch da steht, es sollte zusammengehen, die haben eben ein bisschen darauf bestanden, in Deutschland ihr Programm für sich selber zu machen. Und sie werfen den BNE-Leuten vor, dass die BNE etwas zu grün sei, zu wenig politisch, zu sehr ökologisch. Und bei ihnen ist es politischer und so weiter. Okay. Und auch die haben einen Orientierungsrahmen, ist ein bisschen verwirrend, dass es der gleiche Name ist wie für BNE. Der ist aber dann schon erstens später und auch sehr viel ausgefeilter. Also ein dickeres Konvolut mit Lernzielen, allen möglichen drin, drum und dran. Der wurde vom Ministerium finanziert. Es gibt bereits zweite Auflage. Und da sind jetzt im Grunde auch Kompetenzen drin, die, wenn Sie sie genau angucken, ähnlich zu denen sind. Ich würde mal sagen, das globale Lernen ist BNE mit mehr globalen Aspekten, salopp formuliert. So, hier mal ein Beispiel, wie Umweltbildung und BNE miteinander kommunizieren, weil ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben de facto immer noch viel Umweltbildung. Die Bürger fragen eben gerne, wenn man ein Herz für die Natur hat, ist einem die Ökonomie und so weiter erstmal noch ein bisschen fern. Und da möchte man Stoff für haben und den sollten Bildungsanbieter auch vorhalten. Und so kann ich am Thema Wald eigentlich ganz schön sehen. Ich kann im Wald sehr ökologisch vorgehen und sehr eng an den rein naturräumlichen Gegebenheiten dort. Ich kann die Leute Bäume umarmen lassen. Da gibt es Ansätze, die sehr emotional sind, die unser Herz bluten lassen. Kann die Stoffkreisläufe sehen, kann darauf hinweisen, wie dort ein Geben und Nehmen der Arten, ein Sterben und Absterben und wieder Aufwachsen ist. Das wäre der ökologische Teil. So wie ich beim Wald anfange, weshalb wird jetzt der Bereich nicht geholzt und der wird geholzt und warum stehen da lauter Fichten und da steht ein Mischwald? Da kommen wir auf die wirtschaftliche Nutzung und schon sind wir bei der BNE so ein bisschen. Da ist der ökonomische Aspekt und eben Wald als Freizeitort ist der soziale Aspekt. Und wenn ich im Wald was baue, dann habe ich noch so den Handlungsaspekt. Also da sehen wir dann, wenn wir noch weiter rausgehen, was passiert, wenn im Amazonas, weil wir da ja Soja und sowas haben wollen, die irrsinnige Waldrodung machen, was passiert da, wenn die großen Regenwälder zugrunde gehen, dass dann die Artenvielfalt abnimmt, eine große CO2-Senke vernichtet wird und so weiter, da haben wir dann die globalen Sachen. Also Sie sehen am Thema Wald, wie man so ein Thema enger aufbauen kann und dann entfalten kann zur gesamten Thematik. Und das kann an einer Richtung auch sukzessive erfolgen. Und man kann auch versuchen, mal Angebote zu machen, die wirklich alle so ein bisschen drin haben. So, jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, wir haben hier einen Begriff Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen. Das langt natürlich nicht. Da muss natürlich noch ein Bildungsbegriff in der Bundesrepublik hineinkommen. Und der hat folgenden Hintergrund. Wir haben einen globalen Beirat für Umweltfragen in der schon nach, der ist, glaube ich, sogar während Rio eingerichtet worden und die stellen regelmäßig Gutachten her. Und da sitzen radikale Denker, die gerade auch das Wachstumsmodell des Kapitalismus so ein bisschen auf den Kicker haben, weil sie merken, wir wollen ja eigentlich, dass zwar die Gesellschaft wächst, siehe Soziales soll wunderschön gehen, die Ökonomie soll florieren, wir wollen aber, dass die Belastung der Umwelt auch zurückgeht. Und das nennt man eine Koppelung zwischen dem Maß Bruttosozialprodukt und meinetwegen CO2-Emissionen als Belastung der Umwelt. Wenn Sie sich da die Kurven angucken von früher bis heute, dann sehen Sie leider weltweit de facto, dass von einer Entkopplung keine Rede sein kann. Mit dem Wachstum marschiert wunderbar die CO2-Vermehrung. Das heißt, Zerstörung von Natur und Wachstum korrelieren total eng. Man kann Wachstum auch als einen Klimaerzeugungsprozess sehen. Und um da dran zu kitzeln, sagen wir, müssen beim Wirtschaften umdenken, müssen neue Sachen nennen, gehen die Herren, die ja sehr staatsnah sind, nicht auf den Begriff Revolution, sondern Transformation. Die Gesellschaft muss transformiert werden und da sind ganz schön radikale Forderungen drin.
zu denen die Frau Merkel vom Kopf her sicher ganz gut steht, aber Umsetzung keine Spur davon. Und diese Transformation einzuleiten und zu verstärken, das soll jetzt das neue Bildungskonzept leisten. Und da wird so ein bisschen betont, dass die Konzepte noch stärker handlungsorientiert sein müssen. Also was ich sagte, die BNE ist ein bisschen grün und ein bisschen unpolitisch, sehr schulorientiert. Da muss mehr Schwung rein, dass man transformative Prozesse über Bildung realisiert. In meinetwegen mal schaut die Supermärkte, was sind da für Produkte drin, und einen richtig Druck mit einem Lehrgang macht, der da dahin marschiert, ein Schild aufstellt oder mit dem Verantwortlichen verhandelt. Also dass aus der Bildung heraus mehr passiert, als was bei der BNE und beim globalen Lernen bisher passiert ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel, was man da möchte. Und da muss man mal abwarten, ob dieses Konzept jetzt stärker wird oder auch wieder verschwindet. Nur der Vollständigkeit halber sollte das in unserem Rahmen erhalten sein. Damit danke ich Ihnen, dass Sie so lange hier ausgehalten haben oder mal ausgemacht und sich weiter angehört. Das wäre also so ein bisschen der Rundumschlag von dem, was in unserem Seminar dann im Detail stärker behandelt wird. Ciao, ciao.